ja, da hatte ich so 3, 4, 5 Kinder sitzen, die irgendwie gerade mal keine Lust zum Singen hatten. Fanden das Lied langweilig und die Lieder langweilig, die ich mit denen gesungen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, dann müssen wir irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich denen einfach diese Sequenz hier vorgespielt und gefragt, wäre das vielleicht was für euch? Ja, mein Name ist Ralf Meyer. Ich bin 53 Jahre alt und komme aus der Stadt Burgdorf. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich habe zwei Kinder. Die Große ist gestern schon 29 Jahre alt geworden, ist quasi auch mit Musik aufgewachsen und ja, gestern habe ich ihr gerade noch ihr Geburtstagslied gespielt, was ich bei ihrer Geburt geschrieben habe. Also das habe ich jetzt schon 29 Jahre quasi gespielt für sie und ja, da wartet sie auch mal so ein bisschen drauf, dass ich das dann mache. Sonst bin ich berufstätig, ganz normal in einem eher klassischen Beruf. Ich bin Versicherungskaufmann im Innenvertrieb und mache in meiner Freizeit eigentlich Musik und viel in der Kirche eben auch. Und da hat sich das im Laufe der Jahre so entwickelt, dass ich eben auch viele Lieder geschrieben habe und nach wie vor schreibe. Wie kommen dir deine Ideen? Was treibt dich an? Ich habe eigentlich die ganzen Jahre hindurch immer für Kindertage oder Kindergottesdienste thematisch einige Lieder verfasst, wo das Thema dann feststand. Da habe ich mir dann überlegt, so was kannst du mit dem Thema denn machen und habe dann daran eben die Lieder dann entwickelt. Teilweise ist es zu besonderen Anlässen. Ich habe dann schon mal für meinen Vater oder für meine Mutter oder auch für meinen Bruder zur Hochzeit dann auch Lieder geschrieben. Also es ist ganz unterschiedlich, aber die meisten Sachen eben in Bezug auf Kinderarbeit in der Kirche. Und die Ideen, die kommen mir dann halt eben, wenn ich das Thema so ungefähr weiß und dann versuche ich irgendwas weiterzuentwickeln und irgendwelche Melodiefolgen dazu zu finden. Ja, und dann entsteht langsam so ein Lied. Welches Lied hast du als erstes geschrieben und wie ist es dazu gekommen? Ja, mein erstes Lied ist auch mittlerweile immer noch das bekannteste, glaube ich. Eben Gott ist da. Das wird mittlerweile auch schon sehr viel, auch ja, überall in ganz Deutschland gesungen. In den Gemeinden oftmals und immer so unter der Hand eben irgendwie dann verbreitet sich das dann auch immer weiter. Ja, das ist eigentlich in der Kinderchorprobe entstanden, damals in Hannover, in Hannover-Kleefeld. Und ja, da hatte ich so 3, 4, 5 Kinder sitzen, die irgendwie gerade mal keine Lust zum Singen hatten. Fanden das Lied langweilig und die Lieder langweilig, die ich mit denen gesungen habe. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, dann müssen wir irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich denen einfach diese Sequenz hier vorgespielt und gefragt, wäre das vielleicht was für euch? Irgendwie sowas in die Richtung. Und das fanden sie klasse. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir da einen Text zu entwickeln. Und dann sind wir, glaube ich, in der Stunde auf Gott ist da noch gekommen. Und Halleluja als Gegenstück dann dazu. Ja, und dann habe ich mich zu Hause weiter rangesetzt und dann hat sich dieses Lied entwickelt. Ja, und mittlerweile ist es so ein kleiner Klassiker geworden und wird immer gerne gesungen. Welches Projekt hast du besonders in Erinnerung, was dich inspiriert hat, Musik zu schreiben? Wir haben ein Musical gerade beendet gehabt, das Esther Musical. Und da kam aufgrund Kontakte von Eltern, glaube ich, eine Verbindung zustande zu einer Gesellschaft. Sonnenstrahl heißt die. Ich glaube, es ist ein Verein in Hannover, der sich um Kinder kümmert, die halt aus nicht so gut betuchten Verhältnissen kommen. Die hatten Jubiläum in diesem Jahr und hatten uns dann gebeten, vielleicht mit unseren Kindern dort etwas zur Jubiläumsveranstaltung vorzutragen. Und die fand dann statt im Flughafen Hotel Maritim, groß aufgefahren dort und wir haben uns dann oben in der Galerie verteilt und waren dann so mit, glaube ich, 25, 30 Kindern dort vor Ort. Ja, und für diese Veranstaltung habe ich dann direkt eben, glaube ich, 2 oder 3 Lieder geschrieben, unter anderem sogar noch ein kleines Theaterstück, irgendwo im Hinterhof hieß das, glaube ich, und da ging es eben so um so sozial benachteiligte Kinder.
Und da kam zum Schluss dann eben ein Lied, Lass die Kinder zu mir kommen, dann noch, und auch ein Lied, Ich schenke dir einen Sonnenstrahl. Und diese Lieder, die haben wir dann dort dann eben vorgetragen, und das ist dann eben auch in die Presse gekommen. Das kam dort eben sehr gut an. Das hat mir viel Spaß gemacht, eben auch in dieser Hinsicht dort ja, Lieder zu schreiben. Würdest du uns ein Lied noch vorspielen? Von denen? Von denen sogar? Ja. Das ist dieses Lied, Gebt allen Kindern Zukunft. Das kam zum Schluss des Theaterstücks. Gebt allen Kindern Zukunft, egal ob arm oder reich. Gebt allen Kindern Zukunft, denn Gott liebt alle gleich. Gebt allen Kindern Zukunft, egal ob arm oder reich. Kann ich heute auch noch fast auswendig. Sagt, wie wertvoll ist uns ein Kind? Was können wir tun, dass Kinder glücklich sind? Sehen wir das Leid, die Probleme unserer Zeit, in der so viele Kinder keine Kinder mehr sind, wo das Leben sie zeichnet, oft tiefe Wunden hinterlässt? Wer kann sie denn heilen? Wer kann sie verstehen? Wie wird denn ihr Leben bloß weitergehen? Dann kommt die Bridge. Lass die Kinder zu mir kommen, so hat Jesus es gesagt. Dann habt ihr so viel gewonnen, kommt und seid mutig, es sei gewagt. Da habe ich jetzt nicht bis zum hohen G hoch gesungen. Aber da haben wir damals Kinder gehabt, die da oben das hohe G da schön rausgejubelt haben. Ja, das war so ein kleiner Rap dazu. Und sonst haben wir noch, ich schenk dir einen Sonnenstrahl. Ich schenk dir einen Sonnenstrahl. Letztern. Der dich erwärmt und der dich begleiten mag den ganzen lieben langen Tag. Ich schenk dir einen Sonnenstrahl, der dich erwärmt und der dich begleiten mag den ganzen lieben langen Tag.